Hi, ich bin der Günther, ich komme zu meinem Bruder. Die Zeit ist gekommen, die berühmt-berüchtigte Liga der Noobs, die Afterstory in Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Und warum glaube ich, die Musik funktioniert wieder nicht? Zumindest bei diesem Kampf. Die Liga war schon beim ersten Mal sehr schwer und wenn sie jetzt nochmal schwerer wurde, oh Gott, Gnade mir. Unser Team besteht aus Shinux, Anton, der wirklich useless ist, Lord Lucario, der auch useless ist, Daboss Magnetilo, Hydropie und Nick Schrosma, der Traitor heißt und ein Lumanda-Sprite hat. Also, du hast Biss und kannst deswegen hier gegen Trassler. Also, es hat zumindest hier den Eindruck, dass gerade Taiki oder TK, keine Ahnung, wie man es ausspricht, sorry, nicht so stark ist wie Ash. Und das fände ich auch sehr gut, weil Ash war halt echt eine Nummer für sich. Lucario und Anton sind halt mit ihren Leveln wirklich nicht gut dabei, muss man sagen. So, Nick Schrosma kommt rein. Lass ich mal gucken will. Welchen Typen hat denn das normale Nick Schrosma hier? Ich kann zwar das Ultra nicht nachgucken, bei dem ich feste. Das normale Nick Schrosma hat schon denselben falschen Typen. Und ein Moveset, das keinen Sinn macht. Ja. Ende der Mondgrotte bekommen. Mag es zu essen. Ich wusste gar nicht, dass ich Nick Schrosma bin. Okay, also mit Nick Schrosma ist in diesem Spiel, glaube ich, alles falsch. Sag ich, wie es ist. Ja. Das heißt aber auch, ich habe kein Psycho-Pokémon. Deswegen habe ich Nick Schrosma ja reingewechselt, weil es eigentlich ein Psycho... Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass das nicht effektiv ist, aber ich poke auf den Buff. Und erster Versuch, da kommt er. Oder mein LNG, aber ein Ghost Dragon. Vor allem, Alter, das stimmt, das ist ja nicht unbedingt schlechter, dass ich hier jetzt einen Ghost Dragon Type drin habe. Einfach, ja, weil, kann der überhaupt angreifen? Er zieht zurück? Und mit Shelter rein? Oh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, das macht mehr. Vor allem Unheilböen könnte mich auch boosten. Da habe ich auch Step-Boost drauf. Wobei die Frage ist, warum Host-Hust? Ah, Ekel. Ekel. Stimmt, und ich habe keine Items so wirklich. Ich habe mir noch gedacht, hoffentlich kann ich noch an Items kommen. Vor der Liga. Aber, offensichtlich nicht. Och, komm. Vor allem, das dürfte Delegate doch gar nicht nutzen. Warum wechselst du alles aus? Oh, schon weg. Das war ein sehr schöner Switch. Das erste Pokémon, das wirklich tot ist. Ich glaube, Nick Schrosma wird mit seinen Buffed Stats hier schön sweeten. Ja, du bist auf dem letzten HP. Ich werde jetzt einfach nochmal auf Antikraft gehen, in der Hoffnung, dass ich nochmal den Boost bekomme. Aber das wäre auch ein bisschen übertrieben. Was vor allem das Problem bei dieser Form von Nick Schrosma ist, ist halt das Typing, habe ich das Gefühl. So. Nächster Try. Kannst du damit jetzt echt überleben? Ja. Das hat jetzt keinen Damage gemacht. Viel Spaß mit deiner Kampfattacke. Ich bin fälschlicherweise ein Geist-Typ. Barmelin. Ich wechsle hier nicht aus. Ich habe meinen Boost und ich werde den ausnutzen.
und man sieht warum. Also Traitor mit Crossma, der Alter. Das war's! du wurdest gerade determiniert. Keine Chance gegen Necrosma. So, lieber der Nobs. Ich muss mich zu 1% beeilen, kann man sagen. Ich habe in 1:15 von der Schule Online-Konferenz. Ah, hierhin. So, Runde 2. Ich speichere einfach nochmal. So. Ich bin dein erster Gegner. Oh, was? Ich bin der Ursprung der Mystery Dungeon Serie. Was? Ja, ich war aus Versehen als erster Mensch in Poco und Ratzratz wegen DNA-Fehler. Ah, Bill. Daraufhin schiebe ich den Körper durch Song. Ah ja, und ich hasse Milch. Was laberst? Eine Ratte wird von einer Katze gefressen, aber wer ist das Y? Ich stell dich stumm. Okay, diesmal richtige Battle-Musik. Spieler 5 Pokémon. Ihr wisst alle, an was ich denke, wenn ein Abra in Kampf schickt. Viel Spaß damit. Nein. Ich werde jetzt einfach meinen fehlerhaften Ghost-Type mies ausnutzen. Und hoffen, dass ich einen Boost krieg. Ach, schade. Er wechselt. Ist der Typ ernst zu nehmen? Ich hab das Gefühl, es ist kein ernst zu nehmender Gegner, der Junge. Und vor allem, heißt das Tickle, Tickle, wie auch immer, hat noch nicht zur Liga dazugezählt, weil Bill gesagt hat, er ist der Erste. Nein, dieser Kerl ist nicht ernst zu nehmen. Wir spielen jetzt einfach Stat Boost Roulette und hoffen, dass wir einen Boost kriegen, weil warum nicht? Dieser Typ kann nichts. Ich muss gleich heute irgendwie mit dem letzten Pokémon Sweep da mein Team. Das Ding dann. Ich wollte ihn loben, dass man ein Pokémon von ihm überlebt hat. Und dann macht er das. Silberblick! Ich will nichts sagen, aber also ich hatte die Liga echt schwer im Kopf. Und was ich hier bisher vorgesetzt bekomme, untertrifft meine Erwartungen. Aber okay, ich erinnere mich vor allem noch an den vorletzten Kampf war es, bei dem Fragezeichen man sich selber gefragt hat, Digga, wie konnte ich da Probleme haben? Die Sache ist aber auch, ich habe ein anderes Team dieses Mal. Ich glaube auch mehr Pokémon, kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es so, als würde Necrosma auch den zweiten Trainer hier wegsweepen. Ja, ich hätte eh nichts anderes gemacht, Diggi. War's das? Ich glaube schon. Ja, meine Frau war mal Mew. Schön. Das interessiert mich nicht. Du bist Kacke. Ich heile wegen der AP. Oh Gott, das ist doch schon der. Das ist schon hier. Spasti, derjenige, der mir letztes Mal die größten Probleme gemacht hat. Und Pikachu, wer ist Shinux? Wer bist du? Ein springendes Shinux, du musst selten sein. Ich werde dich fangen und mir was dann wünschen. Ich kann keine Wünsche erfüllen. Warum sieht dein Schwalb aus wie eine Sternschnuppe? Kämpfen wir. Okay, jetzt habe ich Angst.
Ich weiß, dass eben der Kerl mir ziemliche Probleme gemacht hat letztes Mal. Vor allem an der... Ich wollte gerade sagen. War das nicht sein Biber, was mir Probleme gemacht hat, das zufällig gegen einen Ghost Dragon Type mit Antikraft nicht so gut dastände? Vor allem, der hat echt nur zwei Pokémon. Am Ende wird er jetzt auch noch genervt. Das wär's, wenn Breitzeichenmann den jetzt noch genervt hat und ich ihm jetzt stärkeres Team hab. Ich bin mir halt sehr sicher, dass sein anderes Pokémon, Pikachu 1, das ein Bibor ist. Man muss den Typen nicht verstehen, man merkt schon an seinem Namen, was bei dem los ist. Wer es nicht kennt, Freaksorn EMC oder so ähnlich, leider schon ewig nicht mehr geguckt. Die Pokémon-Spasti-Reihe. Ich will einen Boost. Das ist alles, was ich mache in dieser Liga bisher. Hoffen, dass ich einen Boost krieg. Aber ich muss mir Antikraft aufheben. Weil wenn dann eben... Okay, der hat meinen Angriff ganz arg gesenkt. Ein Feuer-Pokémon habe ich nicht, ne? Käferflug ist sein Pikachu. Außer natürlich, er hat jetzt ein anderes Pokémon, ne? Sieht aber nicht so aus. Mein Angriff ist zu low. Obwohl es Antikraft. Ist Antikraft eigentlich physisch oder speziell? Ah! Na dann doch nicht. Da kann der Speedizer meinen Angriff senken, wie es will. Da ist sein Level 20 Pikachu. Es ist auch schneller. Also das Ding ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber so eine dicke Antikraft macht nicht genügend. Aber er spammt nur Energiefokus. Es wirkt so, als würde dieses Mal auch Spasti kein Problem für mich werden. Nachdem er im letzten Durchspielen somit das größte in der Liga war. War denn nicht sogar das größte Problem? Und jetzt muss man auch sagen, wenn eine Cross mal den regulären Typen hätte, würde mich das so zerstören. Ich meine, er crittet und vergiftet trotzdem, aber... Eigentlich wäre das halt sehr effektiv und nicht sehr effektiv. Natürlich lebt er. Aber das ist halt auch schon wieder sein letztes Pokémon. Der ist auch nicht, was er mal war, der Gegner. Digga, die Crits laufen aber schon bei dem, oder? Ja, und das war's. Okay, ich krieg auch mal einen. Blöd nur, dass ich die immer krieg, wenn sie mir nichts nützen. So, das sind viele Erfahrungspunkte. Jetzt mal im Ernst. Ich werde das hier jetzt auch versuchen, die ganze... Ich kann leider das Lead-Pokémon nicht wechseln, sonst würde ich immer sofort auf, mit Crossma gehen. Weil ich sehe das. Ich kann mit dem das hier swipen anscheinend. So, aber komm, wir sind schnell dabei. Kommt jetzt nicht schon das letzte, Mitglied von Final Enemy. Ach stimmt, wir haben noch den grünen Kerl hier. Ich bild mir aber ein, danach kommt der Final. Geht's dir gut? Mir kann's nicht besser gehen. Wer sollst du sein? Psos Baden oder aus Yu-Gi-Oh? Ich bin Ryuga und ich kann mit Zekrom fusionieren. Ah, Digimon. Was ist Digimon? Lass uns kämpfen. Und wieder Musik. Ja, sagt mir jetzt auch nichts. Okay, er hat einen Zekrom. Das ist natürlich eine Sache. Aber das Zekrom ist sein einziges Pokémon. Electro-Dragon-Type.
Und da kann ich jetzt tatsächlich auch nicht einfach, obwohl, Necrozma hat halt einen Dragon-Type und keine Dragon-Attacks, ne? Das ist das Problem. Trotzdem gehe ich das Risiko ein. Okay, der will richtig ranzen. Instant. Okay, das wird so eklig. Das wird so eklig. Wenn ich Pech hab, verliere ich das. Ich darf hier gar nicht Risiko eingehen. Schlitzer wird den meisten Damage machen. Auf einmal sehr schneller ergibt Sinn. Ich hätte nicht so viel Damage, wie mir lieb wäre. Dieser ekelhafte! Dieser Kampf wird so ranzig. So. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Okay, aber ich nur Special. Donnerzahn. Ist aber wegen meinem Dragon-Type nicht sehr effektiv. Und Traitor trifft sehr, sehr oft dafür, dass der Gegner auf 18 Doppelteams ist. Noch ein Hit und wir haben gewonnen. Er fällt. Alter, Necrozma! Der trifft jede zweite Runde auf irgendwie fünfmal Double-Team vom Gegner. Necrozma sweept uns hier die ganze Liga. Oh, Schattenstoß ist schon guter Move. Nehme ich lieber als Grimasse. Weil Schattenstoß, Ghost-Type-Move mit Prio. So, auch den Typen habe ich besiegt. Ja, die Liga läuft bisher ein bisschen zu gut. Necrozma sweept alles. Der zerstört. Ich muss mich ehrlich jedes Mal gefühlt nur wegen AP heilen. Ach stimmt. Das ist das letzte Top 4 Mitglied. Und das Schwächste. Mein Radpotz kann sie abwarten, dich zu vernichten. Du hast ins Finale geschafft, aber jemand war schneller als du. Und zum Champ zu kommen, musst du mich besiegen. Ja, der kriegt jetzt so ein Battle-Theme. Ihr kennt Youngster Joey. Der erste Trainer, dem man jemals begegnet. Und wisst ihr, was das Allertollste ist? Normalattacken sind nicht so stark gegen meine Necrozma. Das ist so dumm. It's what it is. Wir sweeten. Das Finale werden wir definitiv nicht sweeten können. Das kann ich schon ziemlich sicher sagen. Aber, Digga. Oh, der hat Donnerblitz. Und macht mit einem Crit 6 Schaden. Also kann ich es jetzt echt sagen. Das liegt ziemlich sicher vor allem an dem neuen Pokémon hier, aber die Liga ist im Vergleich zu The Broken Story ein Witz. Sag ich, wie es ist. Aber ihr seht das ja, ich mache mir hier einen Spaß draus. Ich brauche meine 6 KP und meine AP zurück. So. Aber komm, der letzte Kampf hier, der wird jetzt doch anspruchsvoll, nicht? Ich habe ja schon gedacht, wenn wir schnell genug sind, werden wir vielleicht heute fertig. Und so wie die Liga läuft, lange nicht mehr gesehen, Günther. Wer bist du nochmal? Kennst du mich gar nicht mehr? Ich bin Hansa, der Hauptantagonist des Spiels. Ja, nie gehört. Ich habe schon Last getötet und bin als Geist in dieser Welt auferstanden. Und ich dachte nach dem Digimon-Typen, jetzt wird mehr verrückter. Jetzt will ich zurück, dann werde ich in verschiedenen Mystery-Dungeons Bösewichte sammeln und mich an Fragezeichen Man und Chillast rächen, was sie mir ja aufgehalten haben. Nein. War, wie willst du mich aufhalten? Ich bin ein Geist, ich bin unbesiegbar. Creeper, Stimmt.
Man muss ja gar nicht gegen Hansa kämpfen, das hatte ich vergessen. Pokerfitz, hast du gerade den einfach aus dem Fenster geschmissen? Er ist ein Geist, er hat selber gesagt, ich bin mir sicher, dem geht's gut. Ich hab mir meine Arme gebrochen. Hansa wurde besiegt. Keine Sorge, ich bin mir sicher, im Pokémon Center kann man mir heilen, er ist doch schließlich Darkrai. Ja. Stehen bleiben, du bist für die gefährliche Virtual Reality Maschine verantwortlich. Ah, damit kann ich mir sehr gut rechnen. Okay. Wir haben nämlich einen Tipp vom gewissen Batman gekriegt. Sperren wir ihn ein. Hey, er wurde nie wieder gesehen. Das ist seltsam. Wo waren wir, Pokéfans? Ah ja, ich weiß wieder, ich wollte dich besiegen, damit ich die Number One in der Welt werde, um meine 10 Euro wieder zu kriegen. Du weißt, dass das die Liga der Nobs ist, oder? Scheißegal! So. Liga, Finale! Oh! Grand Finale! Don't let your kids watch it! Oder so. So. Pokéfins, letzter Gegner. Und der Lied. Stimmt. Die Musik war das. So, dieses Mal spiele ich ernst. Keine Diskussion. Pokéfins ist sehr sicher ein ernstzunehmender Gegner. Die Musik vielleicht nicht, der Gegner schon. So, schöner Hit. Er nutzt nochmal die Knochenkeule. Und raus. Erstes Pokémon von ihm ist weg, aber Hydropia hat schon... Diese Crits immer, wenn ich sie nicht brauche, das ist doch echt... Das ist gescriptet! Erzähl! So, komm. Also die hat schon Flow trotz allem. Red. Ich bete, dass es sich, wie der Name verraten sollte, um ein Radbratz handelt. Damit auch hier Lucario mal was zu tun hat. Er wird nichts reißen. Das ist klar. Und es ist ein Radbratz. Stimmt. Da war was. Der Typ hat keine gescheiten Kampfattacken. Meiner Meinung nach vielleicht eines der schlechtesten Pokémon, das man Counter kann. Ich predikte, der greift nochmal nicht an. Doch. Aber nicht in einer Form, in der ein Counter sich lohnen würde. Die Musik, Alter. Digga, ich bleib dabei. Dieses Lucario ist das schlechteste aller Pokémon, die man bekommt in diesem Game. Und man bekommt wirklich teilweise welche, die nicht krass sind. Aber dieses Lucario setzt ihn wirklich nochmal. Das kann nix. Aber es reicht für dieses Radbratz. Zwei Pokémon down von ihm. Er will eine Kampfattacke. Aber Offenlegung hat doch auch. Oh. Ich sag's, wie es ist. Tschüss. Das ist Bullshit. Sag mal, kriegst du von dem Radbratz jetzt echt so viel? Jesus Christus! Ist das wirklich ernst gemeint? Was kannst du? End of the World. Ja, da kommt er her. Wenn er Drachenwut hat. Der kommt mit Butterlander. Also wenn der Typ auf dem Butterlander hier
Narrenwut hat. Eigentlich. Ich habe überlegt, ob ich erstmal auf Donnerwelle gehe. Okay, aber das macht gut Schaden, das wollte ich wissen. Er hat Durchbruch. Aber es wird vermutlich jetzt töten, ja. Aber es ist eigentlich aus dem Kampf, das Brutalander. Aber Magnetine war eben kein schwaches Pokémon. Nur, wir haben für Elektro noch wen. Es wird Zeit. Gegen den kannst du keinen Durchbruch nutzen, falls du irgendwie zum Angriff kommen solltest. Und wie will er das gegen eine Prio-Attacke? So, drei Pokémon von ihm sind down. Zwirbelfinst. Es ist kein angenehmes Matchup, wenn man bedenkt, dass ich hier im Moment auch einen Ghost-Typing habe. Oh, das macht richtig gut Damage. Erstauner wird nicht viel machen. Ja, pff. Ich hab gedacht, der würde mehr reinballern, aber das war nix. Zwirbelfinst ganz schnell weg. Und wird jetzt letztendlich doch wieder darauf hinauslaufen, dass der Crossman hier fett sweept. Stimmt! Gegen Brutalander hätte ich sofort auf den Crossman gehen können. Gestein wäre sehr effektiv. Andererseits habe ich eben Angst vor Dragon-Typing-Attacks. Majora, nächster Ghost-Type. Ey! Fragezeichen, man. Du hast einen Fehler gemacht, mir hier mit Crossma. Oh. Mir hier mit Crossma zu geben. Ist das das letzte? Und vor allem, welches Typing hat es? Ich Fee wird es nicht geben, deswegen denke ich, es wird nur ein Normaltyp sein. Mit Crossma! Oh mein Gott! Der Typ, der zerstört alles! Was? Also, ich muss sagen, Nick Schossma ist zu stark in dieser Liga. Nick Schossma ist zu stark. Punkt. Der hat so zerstört. Der hat die ganze Liga auseinandergenommen. Niemand hatte eine Chance. Muss ich mit dir nochmal reden? Ich werde niemals 10 Euro wieder kriegen. Da bin ich mir nicht sicher. Wie bist du aus der Gameboy-Dimension entkommen, nachdem ich alle zerstört habe? Mit Pixelmatch-Hilfe. Hier, nimm 10 Euro wieder. Ich will dich schon wiedersehen, wie du ein Universum zerstörst. Wegen fucking 10 Euro! Also in die Gameboy-Dimension war scheiße. Ich hab meine 10 Euro zurück, damit bin ich Number One. Ich muss allen schreiben. Endlich mal was Gutes gemacht, Red Throat. Nach ganzen 5 Jahren. Ich hab meine Schaukelpferde, mehr brauche ich nicht. Ich hoffe mal, die Tür geht mich nach Hause. Ich hab genug für heute. Endlich zurück. Was ist hier für Massenversammlung? Fragezeichen, man, beziehungsweise Mark. Also hast du das hier alles erfunden? Was? Stimmt das? Das nimmt eine interessante Wendung gerade. Ich bin echt froh, dass wir hier im Urlaub sind. Das ist peinlich, das anzusehen. Wisst ihr was? Günther muss mich im Kampf besiegen. Fortsetzung, hier. Wir sind so nah am Ende. Das sagt er. Das sagt er, wir sind so nah am Ende. Keine Musik. Zeit, den Remix aufzulegen. Das allerletzte Battle steht kurz bevor. Gegen Fragezeichen, man. Und das machen wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein.
beim nächsten Mal für die allerletzte Folge Pokémon Günther, der YouTuber-Story, wenn nicht irgendwie noch was komplett unerwartet eskaliert. Bis dann und ciao.